Die Vorbereitung läuft sehr gut, muss ich sagen. Obwohl ich viel später angefangen habe wie letztes Jahr mit der Diät. Ich arbeite zum ersten Mal mit Chad Nichols zusammen. Der hat auch den Ronnie Coleman immer vorbereitet, Victor Martinez, Melvin Anthony. Und ich muss ehrlich sagen, nach 5 Wochen Diät war ich fast fertig. Ja, und das hatte ich noch nie wirklich. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nicht zu leicht werde. Ja, und dann schauen wir mal. Wir haben angefangen ungefähr vor etwa 3 Monaten. Er schickt mir immer die Pläne zu, also was ich essen soll, wie viel und wann. In der Off-Season, also war es ziemlich heftig, muss ich sagen. Ich musste viel essen. War auch hoch bis auf 138 Kilo. So schwer war ich noch nie. Ja, und jetzt vor 6 Wochen haben wir angefangen mit der Diät. Auch die war ganz schön drastisch. Also innerhalb von 2 Wochen habe ich schon gedacht, oh, das wird nichts mit Mr. Olympia, weil ich mich so schwach und so leer gefühlt habe. Aber nach 3 Wochen sah ich ziemlich gut aus und wie gesagt, super. Ja, der Chat arbeitet eigentlich viel mit Eiweiß. Also jetzt, ich habe mal eine Woche mit Low Carb und eine Woche mit High Carb. Also wenig Kohlenhydrate, die Woche darauf wieder mehr Kohlenhydrate. In der Woche, wo man weniger Kohlenhydrate hat, hat man auch ein bisschen mehr Fett, zum Beispiel die Nüsse oder wie auch immer. Ja, und das funktioniert richtig gut. Also da belastet der Körper, also da wird der Körper richtig belastet. Also jetzt im guten Sinne, ja, und wie gesagt, ich bin begeistert. Wie ich so letzte Woche mal in den Spiegel geguckt habe, ich müsste schon fast sagen, ich sehe jetzt schon viel besser aus wie auf der Bühne letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ich meine Form hinkriege, weil jetzt bin ich noch leer. Und ich lade noch vor der Olympia, also 2 Tage vor der Olympia, mit Kohlenhydraten auf. Und ich hoffe, die Form wird nicht schlechter dadurch, weil manchmal passiert sowas. Und dann werden wir sehen. Man muss sich gegen alle beweisen, die da auf der Bühne stehen. Ja, aber ich. Letztes Jahr habe ich ja keinen Vergleich mit dem Cutler gekriegt. Und ich hoffe und denke auch, dass ich dieses Jahr den Vergleich kriege. Und ja, man macht das auch immer nicht einfach so. Ja, man muss nicht immer, keine Ahnung was, ich soll mal sagen, man geht dahin, um zu gewinnen, klar, sicher. Aber das ist für mich jetzt nicht so wichtig zu gewinnen. Ja, ich will nur jedes Jahr besser sein wie Jahr davor und das ist schon okay. Ach, ich denke mal, ohne jetzt Platzierung, würde ich sagen, Top 6, Cutler, Dexter, ich, Phil Heath, Dennis James und entweder Silvio oder Tony Freeman. Das ist, denke ich, meine Prognose. Es ist aber schwer vorauszusagen, wie was oder wer wo platziert wird. Weil letztes Jahr haben ja auch alle den Tony Freeman angepriesen, dass der eventuell in der Top 5 kommen könnte. Aber klar, ich sag mal, er hat sich erkältet, hat ein Virus angefangen und sah schlecht aus. Ja, das kann jedem passieren. Das ist nun mal so bei uns. Man kann nicht sagen, okay, nächste Woche mache ich es nochmal. Es ist nun mal, man hat immer nur ein paar Wettkämpfe im Jahr und da muss man auch top sein. Also jetzt, also seit letztem Jahr fliegen wir 2, 3, 4 Wochen vorher nach Amerika, um sich zu akklimatisieren und keinen Jetlag mehr zu haben, aber wie auch immer. Dieses Jahr fliegen wir zu Dennis James und er ist ja nach Amerika gezogen, nach Arizona, nach Phoenix. Und da bin ich mal gespannt, wie das so abläuft da bei ihm. Ja, ist natürlich, denke ich mal, ziemlich heiß da hinten. Ja, ist eine Wüste, aber bin mal gespannt. Ja, ich trainiere mit Dennis und ich glaube auch in Gold Gym. Ja, aber ich denke mal, wir werden dasselbe machen, was wir auch letztes Jahr gemacht haben. Ich habe ja mit ihm schon in Kuwait zusammen trainiert. Ja, aber das ist wirklich, ich muss wirklich sagen, er ist ein sehr guter Trainingspartner und er gibt auch viele Tipps, weil er ist ja auch schon seit 10 Jahren dabei und ich nehme auch die Tipps gerne an.